was ich auch immer sehr gerne habe, das ist mir aufgefallen, wenn ich so EM schaue, dass die Fußballspieler, wenn sie nach dem Spiel im Gang für Schweiz von den Journalisten angegangen werden und die Journalisten sagen dann, ah, toller Stürmer, sie haben da 3 Tore geschossen, wunderbar, wie haben sie das gemacht? Ja? Wie die Fußballer dann immer so zurückstecken, das ist auch schon aufgefallen vielleicht, ja? Dass sie dann so sagen, ah, wissen Sie, ich habe ein tolles Team im Rücken, da habe ich gar nichts gemacht, die sind da vorher gestürmt, hat einer den Ball mir so in Laufen und das ist da abprallt, unglücklich von den Fersen und ist da unten ins Goal hineingegangen, da habe ich gar nicht dafür können. Der Trainer ist natürlich super, die richtigen Kommandos gegeben. Ich wollte auch noch danken geben, die Masseurin, die da richtig gut geschaut hat vor dem Spiel. Also ich selber, meine, bitte fragen Sie mich, bitte, bitte, bitte. Aber eigentlich wollen doch all die jungen Fußballer, wenn man so richtig rausgeben. Und ich wünschte mir, dass es mal einen gibt, der mal so richtig aus sich rauskommt und sagt, hey, schön! Endlich hat es mal einer kapiert, dass ich der Mann auf dem Feld bin. Ich meine, sorry, die Pfeifen da hinten haben ja überhaupt nichts gemacht. Ja? Könnt ihr ihre Namen nicht mal aussprechen? Keine Ahnung, wer das alles ist. Da stürcheln sie irgendwo im Mittelfeld am Land. Ich komme den Ball über, sie Türen trippen, du zack, mit dem Absatz ist es drin. Und damit direkt Walzkanone, bam, rein, der Goalie keine Chance gehabt. Ich bin ein geiler Sieg, Entschuldigung. Hey, endlich siehst du, das erste Goal widme ich meiner Mutter, das zweite Goal meinem Baby. Hey, Baby, I love you, buddy. Und das dritte Goal geht an alle meine Kinder in ganz Europa.